Mit Anfang Oktober kommt auch wie gewohnt die neue Grazetta mit dem bekannten Druckfrisch-Event. Und ganz passend zur kühlen Jahreszeit wird es auch gleich gemütlich. Es dreht sich diesmal alles rund um das Badezimmer. Ein ganz besonderer Ort für die Österreicher. Ja, für mich, Österreich hat die höchste Kultur im Badezimmer. So sehe ich das. Wir sind ja alle sehr gut ausgestattet gegenüber den anderen Ländern. Wir haben ein sehr hohes Niveau. Unsere Badezimmer sind wunderschön. Es wurde sehr viel getan in den letzten Jahren am Markt für das Ganze. Es wurde viel aufbereitet und die Leute investieren ihr Geld ins neue Badezimmer. Dort verbringen sie sehr viel Zeit in der Früh. Und ich sage immer, ein schönes Badezimmer in der Früh, das ist das Schönste, was einem passieren kann in der Früh. Ja, also in den letzten Jahren hat es entwickelt darin gehend. Früher war das Badezimmer ein Nassbereich. Das heißt, drauf fließt die komplette Höhe. Jetzt mittlerweile ist es ein Wohnraum geworden. Man spielt mit verschiedenen Materialien, ob jetzt gesehen von Fliesen, Beton, Holz, Glas. Also das Badezimmer heutzutage ist eher ein Wohnraum geworden. Ganz nach dem Motto Technik trifft Design geht es auch bei Bädern um die Technik und das passende Design dazu. Also der Designtechnik hat sich vieles verändert bei den Fliesen an sich. Also man kann in der Steiermark oder in ganz Österreich generell sagen, die Fliese wurde größer, die Formate sind größer geworden. Und im Badezimmerbereich, Technik trifft Design, die Fliese macht eher den Designbereich aus. Und dann sagt man auch, dass der Fugenanteil immer geringer wird, kleiner, hat zur Folge eigentlich für die Damen, dass es hygienischer wird, leichter zu pflegen, leichter zu reinigen. Und das ist ja eigentlich das Motto. Größer, stärker, auch im Außenbereich ist die Fliese jetzt da auch wieder vertreten seit Neuem. Bei ausgelassener Stimmung wurde dann auch das Thema der neuen Ausgabe des Lifestyle-Magazins besprochen, Kreativität. Auch im sanitären Bereich ein wichtiger Punkt. Also nachdem eigentlich das ganze Leben einem Wandel unterliegt, ist es natürlich wichtig, dass man sich weiterentwickelt. Und die Kreativität ist natürlich in vielen Bereichen notwendig. Die Kreativität, die Entwicklung sichert Arbeitsplätze, sichert Wohlstand, sichert Fortschritt und ich glaube, man kann nicht genügend Kreativität haben. Und wenn man schaut, wie sich eigentlich ein Badezimmer von normalem Nutzraum in den letzten Jahren geändert hat, in eine Wohlfühloase eigentlich, das kann man nicht mehr vergleichen. Da sieht man eigentlich, was alles mit Kreativität möglich ist. Man hat heute hier eine Glaswand, da kommt das Wasser oben an der Wand raus, man hat also keine Duschtasten im herkömmlichen Sinne mehr. Die Badewanne steht irgendwo im Raum drinnen, das heißt also, da sieht man eigentlich, was also alles möglich ist mit Kreativität. Technik trifft Design bei der aktuellen Grazetta Druckfrisch-Veranstaltung.